Und damit herzlich willkommen zurück zu Eternal Daughter. Der Anfang musste jetzt einfach ein bisschen abgespackt sein, denn ich meine, heute kann mich nichts aus der Fassung bringen bei dem Spiel, nachdem ich jetzt ja endlich diesen beschissenen Turm absolviert habe. Ihr werdet euch wahrscheinlich fast nicht mehr daran erinnern, wie das war. Ganz einfach aus dem Grund, dass jetzt ein paar Tage Pause war. Das weiß ich jetzt im Voraus schon, denn das hier ist der 11.3. und ich werde dieses Video deutlich später bringen. Denn es gibt dafür zwei Gründe und ich habe ein Video hochgeladen dazu schon. Warum ich jetzt die ganze Zeit rumgetanzt bin, ist, weil ich jetzt noch was sagen wollte, bevor ich das hier entdecke. Man kann mit der Taste nach oben tatsächlich noch mit diesen Leuten hier sprechen. Ja, ich darf hier durch. Das ging ja sehr früh schon. Der sagt irgendwas mit Darkness. Der sagt irgendwas, dass die Reise so geil ist. Ich möchte hier trotzdem nochmal hin, weil der Typ sagt noch was Wichtiges. Ich habe ja am Ende von Part 18 diesen Dialog weggeskippt und der sagt mir, ich soll 5 Leute finden, die ich zu besiegen habe. Das heißt, 5 Gegner auf einmal stehen jetzt hier. Oh wow, da bin ich auch noch nicht dran gesprungen. Das heißt, 5 Bosse müssen wir jetzt finden, irgendwo, die jetzt verstreut sind. Das dürfte wohl auch bedeuten, wir haben mehrere Wege zur Auswahl. Und hier kann ich nichts mehr machen. Super! Ich wollte jetzt eigentlich zum Turm fliegen, aber warum geht's denn jetzt nicht los? Jemand meinte nämlich, ich kann noch mit diesem lilafarbenen Typen auf der anderen Seite des Startpunkts sprechen und das wollte ich eigentlich nochmal machen, das sei wichtig auch. Ja, wenn das so wichtig ist, dann kann ich es jetzt nicht mehr machen. Es sei denn, ich kann das später nochmal irgendwie hin, weil der Vogel will gerade nicht. Es sei denn, ich drücke eine falsche Taste, das glaube ich aber auch nicht. Oder muss ich Taste nach oben drücken, warte. Warte. Nein, nein, der will nicht mehr, gut. Was soll's? Falls ich heute ein bisschen erkältet klinge, das liegt einfach daran, dass ich erkältet bin. Das hält mich aber trotzdem nicht davon ab, weiterzuspielen, denn ich denke mal, mit der guten Laune, die ich heute habe, sollte mir auch eine Erkältung gar nichts ausmachen. Es klingt halt nur ein bisschen anders vielleicht. Ja, da räusper ich mich auch nochmal mehrmals. Ich will erstmal hier rausrennen, denn ich glaube, in der Eishöhle gibt es jetzt erstmal nichts Sinnvolles mehr. Ich will mich draußen mal umgucken. Ich habe auch schon mal offscreen rumprobiert, was die neue Waffe ist, dass ich mit dir gleich zurechtkomme. Und das sollte tatsächlich, wie ich schon vermutet habe, weil das Ding in der Wand kleben bleibt, was wie ein Saugnapf funktioniert. Das bedeutet, ich kann die Dinger an die Wand schießen und dann darauf stehen bleiben und so mit der Wand quasi hochlaufen. Und das ist sehr gut, ja, das werde ich jetzt noch machen. Mein Gott, ich räusper mich halt viel zu viel. Ich hoffe, das schneide ich später dann alles so ein bisschen raus, die Geräusche, damit ihr davon nicht so viel mitbekommt. Da kann ich noch nicht springen, wie immer. Wo geht's als erstes hin? Da nicht in die Gegnerhöfe ist. Ich suche jetzt nach jeder Wand, die ich eventuell hochsteigen kann. Wie die zum Beispiel, aber ich glaube, das ist mir dann doch ein bisschen zu hoch, da sollte nichts sein. Oh doch! Da könnte was sein. Moment! Aber wie kriege ich die jetzt... Oh mein Gott. Ja, genau so. Das muss jetzt auch mal ein bisschen besser funktionieren, wenn ich da hoch will. Ach du Scheiße. Ich muss erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Ja, ja, ja. Wunderbar. Hi. Hi. Willkommen zu Crazy Gays. Ich bin, glaube ich, irgendwo gelandet, was sehr seltsam anmutig ist. Ja, der will mir jetzt irgendwelche Sachen andrehen anscheinend. Dann gibt mir doch was Schönes. Hallo. Ihr seht schon, ja, ich hau den Dialog ein bisschen durch. Was ist das? Das ist dieses blaue Vieh, was ich euch mal gesagt habe, was einer schon hat. Irgendwer hatte das nämlich. Als ich mal geguckt habe, wie der erste Boss geht von diesem Turm. Und der hatte dieses Vieh schon. Ich habe mich gewundert, wie kommt das denn in seinen Besitz? Jetzt habe ich das auch. Geil. Und wenn ich das richtig noch weiß, dann schießt dieses Ding mit auf Gegner. Geil, es fliegt mir immer so ein Vieh hinterher. Ich glaube, daran müssen wir uns alle gewöhnen. Jetzt haben wir irgendeine zusätzliche kleine Bestie auf dem Bildschirm und die könnte mich etwas irritieren, aber na. Wir werden uns schon mit diesem Freund vertragen hier. Kann ich da denn noch hochspringen? Nee, da ist Decke, das haben wir schon gesehen. Tja, jetzt heißt es ausprobieren. Das heißt es einfach nur immer einen Doppelsprung machen, so hoch wie es geht und dann noch ein... Hat der gerade irgendwas gesammelt? Ah, seine erste Funktion ist also nicht schießen, sondern Sachen aufsammeln. Und hier kann ich jetzt auch hoch, das ist gut. Da will ich jetzt auch mal direkt hin. Schmeiß mal so ein Teil. Ja, Mann. Nein! Ah, nein, shit! Okay.
Nicht rumfehlen jetzt. Okay, ja, genau. So, rein hier. Boah, okay, was ist das? Kann ich das kaputt machen? Nein. Das ist nur eine Strom-Dingsbums, was ich nicht machen kann. Okay, weiter hoch erstmal. Na, was macht ihr denn hier schön? Oh. Scheint, als ob ich da noch nicht weiterkomme. Ja, da bist du sehr schnell in der Wand stecken geblieben. Das hast du formidabel gelöst. Didi-da-di-da-di-da. Ich geh da hoch. nö. Nö, gar nichts kann ich hier machen. Was sei denn, er fliegt da jetzt rein, mein kleiner Freund, aber das will er auch nicht machen. Okay, das merken wir uns. Da, da, da. Ja, ich singe heute sehr die Musik mit. Das mache ich in der Regel immer, wenn ich gute Laune habe. Das ist ein Indikator dafür. Mir kann heute nichts irgendwas anhaben. Mir kann mir heute nichts was anhaben. Versteht ihr? Ach nein, ich mag sie doch eigentlich. Ich finde sie eigentlich im Endeffekt doch ganz cool, wenn ich nicht ständig mit ihr irgendwelche Probleme hätte. In der Steuerung manchmal. Guckt erstmal in den Gagas-Bereich. Hier hatte ich ja damals gesagt, dass ich vielleicht noch einen Durchgang irgendwo hätte zum Runtersliden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wahrscheinlich gibt es den gar keinen. Kannst du irgendeinen Blödsinn? Oh nein. Ich hätte mich ducken können, ich weiß, weil ich dachte, ich bin schneller am Rennen, als das Projektil mir hinterher saust. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Lag, wie er im Buche steht. Was macht man da? Man startet schneller Spiel neu. Bis gleich. Wenn ich das testen wollte, kann ich denn mit... Erstmal dich tot machen, bevor du mich abknallst. Kann ich denn mit den Dingern hier rein oder das wegmachen? Nee, ne? Also rein trifft's, glaube ich, ganz gut. Kann ich mit den Dingern hier rein? Ich wollte eigentlich meinen in den Gang und dann zum Herz und nicht in diesen Zwischenraum und hier stecken bleiben. Gut, dass ich jetzt in den Glitch geraten bin. Toll, das machen wir nicht nochmal. Jetzt kann ich auch hier wieder hoch. Mir wurde gesagt, hier soll man eigentlich gar nicht so hochspringen mit dem Doppelsprung. Man soll eigentlich schon diesen Pfeil nutzen. Ja, ich schick's das Spiel einfach mal aus. Und oh, da sind jetzt wirklich welche. Letztes Mal war das Tor hier versperrt, ich konnte nichts weitermachen. Hat sich gesendet, ne? Und oh no, der Intruder ist hier. Und was? Ist jetzt ein Eindringling? Achso, hier, weil die sind jetzt eigentlich freundlich gesinnt. Dachte ich. Die wollten jetzt eigentlich meine Hilfe. Und wer bist du? Okay, ich kann ja auf jeden Fall weiter. Das ist schon mal cool. Es geht in einem freundlich anmutenden Area weiter. Das heißt jetzt wirklich freundlich anmutend. So schwer sind die Gegner hier nicht, wie ihr seht. Den kann man eigentlich relativ vielleicht. Oh mein Gott, ich mag diese Dinger nicht, weil ich ja vorhin da reingerutscht bin. Was ist das denn? Was ist das? Okay, diese Dinger sind... Wow. Das mag mir nicht gefallen, diese neuen komischen Fliegen oder was das da ist. Und es muss nicht jetzt unbedingt laggen in dem Moment, als ich gerade zurück werde. Warum mache ich das? Ob ich nun sterbe und hier starte oder ob ich zurückrenne, mit Energie auffrische und jetzt hier hin laufe, das macht doch gar keinen Unterschied eigentlich. Oh Mann. Na, was soll's. Ich muss mich jetzt erstmal an dieses Gebiet hier irgendwie rantasten, wie das geht. Ich könnte wahrscheinlich sogar mit einem Walljump und, wie heißen die Dinger eigentlich? Irgendwas mit M war das, ne? Ich weiß nicht. Aber die mag ich nicht. Die sind so komisch. Und die drehen sich einfach mal um sich selbst, wenn sie sterben. Aber ich glaube, das ist eine relativ machbare Sache eigentlich, wenn man die hier runterlotsen kann. Oder? Guck mal her. Der sollte... Was? Egal. Was machen die hier? Die Humpe... Oh! Das sind... Die greifen mich mit ihrer Kralle an. Ach. Ich sollte die nicht verschwenden, die Dinger, ey. Oh mein Gott! Hilfe! Wie viele von den Viechern sind denn hier, bitte? Tu irgendwas! Tu was, du kleines blaues Vieh! Oh wow, die sind irgendwie, die sollte ich nicht unterschätzen, ey. Die, oh meine Fresse, das wird echt. Es wird schwieriger als erwartet, dieses Gebiet, glaube ich. Oh. Hm, das ist machbar. Da könnte ich mir so ein. Ei, geil, der sammelt das einfach auf. Ist das cool, ey. Der kann ja zu Durchwände einfach. Ah, Scheiße. Ich bräuchte jetzt echt mal so ein bisschen Speichern oder Herzen. Das wäre ganz gut. Für du greifst ja nicht an. Du bist ja einfach nur so ein komischer Typ, der einfach nur ein Schild trägt. Oh, fuck it, ey.
Der Weg ist way too difficult. Difficult, ja, das war fast schon Englisch. Difficult. Ja. Ach, also ich hatte noch Lebensenergie? Warum bin ich denn nicht gestorben? Yes. Ja, ah, der nimmt mir wieder automatisch auch rüber die Lebensenergie. Perfekt. So. Mist. Ei, 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 ei.